Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Famo und heute schauen wir uns ja noch eine Map an, und zwar südliches Land. Die richtige Bezeichnung von der Map heißt Terras do Sol Karte. Die Karte basiert auf der südlichen Region auch Brasiliens. Ja, der Modder schreibt, beziehungsweise die Modder schreiben noch mit dazu, wo der Schwerpunkt auf Sojabohnen liegt. Mais und Reis mit Flächen feuchtem Land, soweit das Auge reicht. Und wenn es sich um eine Region mit viel Viehhaltung handelt, sind auf der Karte 63 Nutzpflanzen auch eben halt dann angesiedelt, zwei Getreideverkaufsstellen, ein Tier, ein Markt, Tier- und Beinverkäufe, Baumwolle und Wolleverkauf, eine Zuckerrübenfabrik und eine Getreidemühle. Eine Tankstelle haben wir ebenfalls verbaut und zwei Werkstätten. Was aber auch noch mit dazu zu sagen ist, ist, dass wir auf dieser Map 13 voreingestellte, beziehungsweise ne, mit den Gebäuden erstmal nur bereitgestellte Höfe haben. Insgesamt 13 Stück an der Zahl. Und wir brauchen, damit die Map auch einwandfrei läuft, 11 zusätzliche Mods. Dazu schauen wir uns das Ganze einmal auf unserer Kartenansicht erstmal kurz an. So, da sieht man schon mal, okay, wir haben hier mittelgroße bis eben halt dann große Felder hauptsächlich. Außer jetzt hier oben so 1, 2, 3, 4, 4 kleinere Felder, die wir dann bewirtschaften könnten. Ja, der Rest ist, sage ich jetzt, würde ich erstmal so sagen, so im Bereich von mittelgroß bis groß angesiedelt. Wobei das größte Feld oder mit eins der größten Felder ist das hier oben. Aber wundert euch nicht, dass jetzt jede einzelne blau ist, weil ich musste mir das erstmal alles mal aneignen, mehr oder weniger. Um euch dann auch genauere Informationen bezüglich der Karte auch zu zeigen oder auch zu sagen. Denn, wie gesagt, wir haben insgesamt 13 Höfe. Wenn man schon mal hier sieht, haben wir hier schon mal einen Hof. Hier hätten wir einen weiteren Hof. Hier unten hätten wir sogar zwei. Da hätten wir noch einen. Also, ne, wer möchte oder wer kann, hat natürlich hier mit seinen Nachbarn natürlich dementsprechend große Auswahlmöglichkeiten. Ja, wer es auch gleich schon mal hier sieht, ist, wir können ja auch dementsprechend schwarze Bohnen, Reis und Reisgesät anbauen. So, aber eben halt für die ganze Reisgeschichte hätten wir zum Beispiel jetzt hier in dem unteren Bereich hier eben halt dann, ja, wie soll man sagen, die Möglichkeit, ich gehe mal kurz hier hin. Hier hätten wir zum Beispiel jetzt ein dementsprechend großes Wasserbecken, womit wir dann hier drüben die ganzen Feldreihen hier fluten können. Die sind dann hier so angegeben. Wie zum Beispiel jetzt hier können wir einmal die Sandsäcke öffnen und dann läuft das Wasser dann hier auf das Feld drauf und es ist geflutet. Somit können wir dann dieses Feld hier zum Beispiel jetzt mit Reis anbauen. Genauso wie jetzt hier drüben die beiden Felder, die sind dann gegebenenfalls dann auch mit dementsprechenden Möglichkeiten angesät dann. Wo wir dann auch dementsprechend, ja, uns eben hier an die Seite hingehen können und können das Ganze dann anbauen, beziehungsweise dann erstmal eröffnen. Wie zum Beispiel jetzt hier an der Ecke können wir auch zum Beispiel einmal öffnen und dann fluten wir das Feld hier und können dann hier auch dementsprechend unseren Reis anbauen. Ja, wie man sieht, wird das Ganze auch hier schön geflutet. Hier gegenüber ist auch noch mal ja, ein paar Felderchen, die eben halt dann für den Reisanbau geschaffen worden sind. Genauso wie auch hier. Also man sieht, das Augenmerk ist hier so ein bisschen draufgelegt auf eben halt dann den Reisanbau. Es soll aber jetzt auch nicht heißen, dass wir hier auch nicht unsere anderen, ja, eben halt dann Anbaukriterien bzw. unsere anderen Anbaufrüchte nicht auch noch machen könnten. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Feld mit Raps angebaut und Weizen. Hier hätten wir dann auch wieder so eine kleine Feldecke eben halt dann für unseren Reis.
Hier hätten wir natürlich ein größeres Feld für Reisanbaumöglichkeit und hier hätten wir dann Sonne, ja, Sonnenblumen. Ja, wir haben hier auch mehr oder weniger so ein bisschen flacheres Terrain, wo wir dann auch dementsprechend ja den Reis vernünftig anbauen könnten und eben halt auch ein bisschen hügelig hier drinne für eben unsere normalen Feldfrüchte. Wie gesagt, einige Höfe sind darauf ausgelegt auf die normalen Feldfrüchte und man sieht auch hier, wie groß das Feld ist. Also das, da kann man schon mal ein bisschen ja ordentlich was reichen hier. Und wie schon gesagt, das sind dann so die ganzen Höfe. Hier in der Mitte haben wir natürlich auch noch mal dementsprechend einen ja, wie sagt man, den Haupthof eben halt ein bisschen mit unseren ja dementsprechenden Maschinen, die wir dann auch für unsere Welt, ja, Bewirtschaftung bräuchten. Und wie man sieht, hier hatten ja, wir haben doch schon so die ein oder anderen größeren Maschinen doch schon mal dafür. Ja, und wie schon gesagt, 13 Höfe an der Zahl. Wir haben auch hier eben halt dann einen Hof, der sich hauptsächlich mit der Kultur von den Bienen eben halt dann beschäftigt. Und wir haben auch hier und da überall eine Kuhweide, die wir dann bewirtschaften können. Eine Schafweide haben wir auch hier drauf verbaut. Und auch dementsprechende Produktionen, wie zum Beispiel jetzt hier die Reisfabrik hätten wir einmal. Eine Reisverpackungsmaschinerie hätten wir noch mit dabei. Ein Sägewerk hätten wir auch hier verbaut. Oben nochmal einen Hühnerstall mit dabei, direkt hinter der Tankstelle. Dann hätten wir noch einen Viehhändler mit dabei, wo wir dann auch dementsprechend unsere Güter ja bekommen. Einen brasilianischen Schweinestall hätten wir noch verbaut, beziehungsweise einen Schweinehof. Und auch nochmal hier in der kleinen Ortschaft einen Pferdestall. Und auch die ein oder anderen Verkaufspunkte, sowie auch hier eben halt dann unsere ja, Zuckerfabrik oder eben halt dann auch unsere Getreidemühle mit dabei. Und eben auch eine alte Käserei. Ja, und wie man schon so auf der Karte jetzt schon mal sieht, gibt es hier wirklich ja doch schon recht große Felder, die eben halt dann auch preislich angesiedelt sind im Bereich, ich sag mal, wenn ich jetzt hier oben so die kleineren Felder nehme, ja klar, es ist Preis pro Hektar angeglichen, da liegen wir so bei 120 oder bei 40.000. Und ja, 80.000, ich glaube, das kleinste Feld kostet hier um die 30.000. Und mit eins der größten hier, da wären wir dann mal schon mal bei knapp 800.000, wären wir dann hier schon mal. Also 820.000 ist dann so das größte Feld. Wie gesagt, die Preise sind dann wahrscheinlich auch angeglichen an der Hektargröße. Sprich, kleinere Felder natürlich günstiger zu haben als jetzt größere Felder. Aber das Ganze können wir auch so ein bisschen auch umgehen, wenn wir dann sagen, okay, wir würden jetzt diese Karte jetzt spielen mit eben halt dann unserem Skript mit dabei für die Feldpachtung. Denn dann könnten wir nämlich dann sagen, okay, wir pachten jetzt für ein oder zwei Saisons uns jetzt Feld XY, bewirtschaften das. Und wenn wir dann mal Lust haben auf ein anderes Feld, würden wir das dann wiederum dann auch annehmen. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen zu dieser, ja, zu der Aufteilung jetzt her, außer eben halt dann, dass, hier ist ja doch was drinne, und zwar von den Silo. Da ist ein Fehler von dem Store Silo Warehouse, der sich eben halt dann, ja, wiederholt, das bis jetzt zweimal nur. Also zwei, also ein Error ist aktuell leider drinne, aber ansonsten ist die Karte aktuell fehlerfrei. Vielleicht ist es aber auch was mit den Mods, die ich noch zusätzlich noch drauf habe, daran geschuldet, dass sich das dann da am meisten ist. Kann ich in der Form jetzt aktuell erstmal nicht sagen. Wie gesagt, wir brauchen noch 11 zusätzliche Mods, aber ich habe ja auch noch mal andere Mods ja noch drauf, um eben halt dann hier ein bisschen auch was zu zeigen in der Form. Ja, mehr, wie gesagt, gibt es erstmal nicht zu sagen.
Wir haben hier recht große Felder, die wir bewirtschaften können. 13 Höfe. Also sprich, die Karte ist auch so ein bisschen für den Multiplayer auch so ein bisschen ausgelegt in der Form. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Mod-Vorstellung gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ach ja, und wer natürlich Interesse hat an der südlichen Länder-Map, die Terras do Sul, die findet ihr aktuell auf ModHub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. So, jetzt, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.